Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es vielleicht schon im Intro gesehen, die K1-Hütte im Hintergrund. Wir sind heute im Bikepark Willingen. Leider nur ganz kurz, wir haben schon relativ spät, deswegen wird es kein langer Ausritt. Aber Willingen hat ja die Freeride neu gebaut und die wollte ich mir unbedingt mal anschauen. Und wir nehmen euch dabei heute mit, zeigen euch, wie die ganze Strecke aussieht, was vielleicht neu ist, was noch von der alten Strecke erhalten ist und so weiter und so fort. Also viel Spaß bei diesem Video. Right. Ja Leute, nochmal Luftdruck überprüfen. Das hätte ich vielleicht letztens in Green Hill auch machen sollen, denn die Leute, die auf Instagram dabei sind, wissen vielleicht schon Bescheid. Auf der Seite sieht man es jetzt gar nicht. Aber ich habe ja ja, hier sieht man es, da einen dicken Katscher in der Felge und deswegen fahre ich jetzt Schlauch im Hinterreifen. Mixbereifung, ganz, ganz neues Ding. Ja, Schlauch hinten, jetzt mit mehr Luftdruck. Es auch, hat viel geregnet, das heißt, wäre eigentlich ein bisschen cooler, weniger Luftdruck zu fahren, aber das geht halt heute nicht. Ja, jetzt will halt diese Felge bis zum Saisonende eigentlich zu Ende fahren. Weil, ja, kein Bock jetzt für zwei, drei paar Bikepark-Besuche noch eine neue Felge zu kaufen. Deswegen hoffe ich, dass die hält. Und wenn mir das überhaupt nicht taugt, dass hinten jetzt irgendwie vielleicht sich komisch anfühlt, mache ich zwei Schläuche rein. Aber mal sehen. Ja, wir starten jetzt los, müssen schnell Tickets besorgen, damit wir überhaupt noch ein bisschen fahren können. Umleitung, Freeride. Erster Teil ist gesperrt. Aber Umleitung, von woanders reinfahren? Ja, da hinten wahrscheinlich. Wahrscheinlich machen die gerade den oberen Teil auch neu. Okay. Ein Pfeil. Das ist ja auch einer, guck mal.
kalt aus. Das steht Freeride hier. Viele Steine, ne? Habe ich direkt wieder Angst um meinen Schlauch hier. Also ich muss schon ehrlich sagen, mit der neuen Freeride-Line hat der Bikepark Willingen sich auf jeden Fall nochmal richtig Mühe gegeben. Ich denke, das Ganze liegt daran, dass jetzt ja der Greenhill Bikepark schon ordentlich Druck macht irgendwie. Ich muss allerdings auch feststellen, dass ich es liebe, wenn der Park einfach so leer ist wie an dem heutigen Tag. Natürlich wird sich das alles nächste Saison wahrscheinlich irgendwie verteilen. Allerdings muss man es echt dem Park zugutehalten, in welcher Zeit die auf einmal so eine Strecke da hingezimmert haben. Nachdem wir die Freeride Line uns angeschaut hatten und leider ja nur einmal fahren konnten, wollten wir allerdings noch unbedingt ein bisschen weiterfahren. Und die Michi wollte sich unbedingt nochmal die Downhill Line anschauen. Ich dachte mir so, komm, wir fahren da ganz, ganz locker. Und naja, daraus wurde leider nicht ganz so viel. So Leute, sind die Freeride mal abgerollt. Allerdings ja nur einmal, weil die Leute da einfach noch am Bauen sind. Der Boden ist super weich, ist noch nicht so perfekt zum Fahren. Vielleicht auch, weil es heute geregnet hat. Die waren da gerade, die Jungs, jede Menge am Ausbessern. Deswegen nehmen wir uns die jetzt nicht weiter vor. Allerdings auf jeden Fall fettes Lob. Die haben da richtig viel hingezimmert in diesem Abschnitt. Ich glaube, der erste, der ist ja gerade gesperrt, da wird auch noch was neu kommen. Und vielleicht machen sie den letzten Abschnitt auch noch neu. Obwohl sich das ja fast schon gar nicht mehr lohnt jetzt zum Ende der Saison. Aber der mittlere Abschnitt, viele Features drauf, richtig cool. Fettere Sprünge jetzt auch mit dabei. Und da haben sie auf jeden Fall noch was rausgehauen hier in Willingen. Wir machen jetzt noch uns einen ganz entspannten. Aber Michi, wie ist dein Feedback zur neuen Line? Mein Feedback? Ja, ich kann ja noch nicht so gut springen. Und wenn man nicht so gut springen kann, finde ich die schon echt groß, die Sprünge. Das ist dann manchmal so, als würde man gegen so eine Wand fahren und dann ist das ganz steil nach oben. Also muss man das, glaube ich, schon ein bisschen können dafür. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller geworden. Aber ist ja auch eine rote Line, ist doch schon okay so. Und ich finde, man braucht auf jeden Fall ein paar Runs, um die anständig zu lernen, damit man weiß, wo man wie viel Speed braucht und halt auch alle Features mitzunehmen, weil da sind so ganz viele kleine Spielereien noch drin, glaube ich, die ich jetzt gar nicht so direkt gecheckt habe. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Kommt mal vorbei, checkt das mal aus. Wir fahren jetzt noch ein paar ganz entspannte Runden. Boah, du bist bei Rot losgegangen. Für mich sah es so aus, als ob auch der Bikepark Willingen hier auf der Downhill ein bisschen was neu gemacht hat. Die Sprünge waren irgendwie alle ein bisschen frisch geshaped und dadurch sah das wieder natürlich ganz, ganz anders aus. Und die Downhill-Line, wenn ihr die kennt, wisst ihr ja schon, die sieht sowieso jedes Mal irgendwie anders aus und man muss sie wirklich, wirklich ordentlich mal lernen. Leute, ich habe echt Angst mit Schlauch, ey. Ich habe richtig Angst wegen dem Schlauch.
Sollen wir die gleiche Line fahren wie letztes Mal? Ja. Ja? Okay. Oh Gott. Ich genieße es immer richtig, wenn man den Park fast für sich alleine hat. Wir hatten an dem Tag vielleicht 3 oder 4 andere Fahrer hier gesehen in dem Park und deswegen konnte man sich mal wirklich die Downhill-Line hier ganz entspannt anschauen. Wobei auch wirklich hier wieder jede Menge neue Features waren. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn man auf diese Line hier fährt, sieht sie irgendwie anders aus. Aber das macht das Ganze ja auch irgendwie interessant und ich finde, mit der neuen Freeride-Line zusammen hat der Bikepark Willing inklusive der Downhill-Line doch schon einiges zu bieten. Und auch wenn viele immer sagen, dass der Bikepark irgendwie zu wenig Features hat, zu wenig Strecken, ich mag es gerne hier und ich mag auch die Atmosphäre wirklich gern. Jetzt. Ja, hätten wir da fahren müssen. Ja, da keine Ahnung, wie man da hinkommt. Auf diesem Abschnitt fiel mir dann ein, dass ja auch hier in Willing so ein Roadgap existiert. Und irgendwie graut es mir immer vor diesen Dingern. Das wisst ihr ja schon bereits aus dem Bikepark OE Video. Allerdings habe ich ja jetzt so ein paar Gaps schon gemacht. Und ich dachte mir so, hey, vielleicht ist ja heute an der Zeit, das einfach mal auszuprobieren. Bin ich gar nicht mehr gewohnt, so zu rutschen. Eigentlich muss ich das Roadgap ja jetzt fahren können, ne? Ich hätte gerne einen, der mir den Speed vorfährt. Ich muss nur stehen bleiben können danach. Das ist nur die Kurve danach. Das Ding. Nicht zu schnell. War ein Ticken zu langsam, ne? Nachdem ich das Roadgap dann mit dem Vorderrad gecased habe, wusste ich, okay, ich brauche einfach nur ein bisschen mehr Speed und dann funktioniert das Ganze schon. Ich dachte tatsächlich, man bräuchte eher weniger Speed als zu viel. Aber es war genau umgekehrt. Der war perfekt. Man hat nichts gemerkt. Das ist. Ich weiß jetzt genau, welcher Punkt, wo man laufen lassen muss. Da kommt dieser Baumstumpf, ne? Ja. Da, wo es umgefallen ist. Beim ersten Versuch dachte ich, ich müsste noch abbremsen, weil ich zu schnell war, aber es ist perfekt gewesen. Ich überlege tatsächlich wirklich noch einmal zu machen. Damit es drin ist. Damit es drin ist, genau. So, testen wir meine Theorie. Ab der Kurve nicht mehr bremsen. Alter, Alter!
Ich weiß nicht, wie viele gesehen habe wegen Regen, Leute. Aber das war ein geiler Run. Nix. Die Sharkfin bis über den Weg rein, den Drop oben. Volles Programm. Happy. Ja. Jetzt nur noch die großen Sprünge oben am Start alle meistern. Dann. Geil. Kopfschmerzen direkt weg. Einmal Road Gap. Ich hatte eben beim Liftfahren die ganze Zeit Kopfschmerzen, habe mich so schlapp gefühlt. Einmal Road Gap, weil ich keine großen Sprünge gemacht habe. Weil ich mich auf der Freeride nicht so gut angestellt habe. Aber gut, wir hatten noch keine Zeit, die ordentlich zu lernen. Ja, habe ich eigentlich auch echt nicht mehr mit gerechnet. Ah, geil. Freust du dich? Ja. Endlich geschafft. Ja, die Sharkfin, da bin ich nie reingekommen. Ich dachte mir, scheiß drauf. Ich hab eh nichts mehr gesehen mit der Brille. So. Alle Leute in Willing, oberfreundlich heute. Mega. Voll süß. Ja, echt lieb. Sie hat den Fokus verkackt. Kriege ich das nicht noch mal so schön hin mit der Abmoderation hier. Aber es war ein schöner Tag in Willingen. Eigentlich komplett alleine. Ich glaube, das Personal hat sich mega gefreut, dass überhaupt Leute da waren, weil die waren alle unnormal nett heute. Also nicht, dass die irgendwann mal unfreundlich gewesen wären oder so, aber die waren richtig cool drauf alle. Ja, aus der ruhigen Runde zum Schluss wurde dann doch noch ein bisschen mehr Action, als ich eigentlich wollte. Ich weiß nicht, wie viel ihr von der DH sehen konntet, weil es hat irgendwann angefangen zu schütten. Aber alles in allem hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Jetzt kommt auf einmal wieder die Sonne raus. Aber eben war echt richtig matschig. Naja, wir packen jetzt fix zusammen hier. Wir hätten mal so Matschtüten mitnehmen können wieder, ne? Müssen wir dran denken jetzt in der Zukunft. Was für Matschtüten? Ja. So Tüten, wo man das dreckige Zeug reintut. Ach so, Aldi-Tüten? Ja. Mhm. Ja, nicht Aldi zwingend, sondern einfach Matschtüten. Ja, wir packen jetzt zusammen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video schaut. Kommt mal die Freeride fahren, macht auf jeden Fall Bock. Ich glaube, wenn die noch mehr ausgehärtet ist, dann macht die noch viel mehr Bock und dann geht es auch richtig ab. Also eigentlich müssen wir auf jeden Fall noch mal wiederkommen diese Saison. Lasst gerne ein Abo da, kommentieren nicht vergessen und ja, wenn ihr schon mal hier wart und die Freeride gefahren seid, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die gefunden habt und yes, wir sehen uns im nächsten Video. Ich muss jetzt hier schnell alles einpacken, damit die Michi wieder gute Laune hat.